Schalt einfach um, Regie. Schalt einfach um aufs In-Game. Muss ich mehr sagen? Muss ich mehr sagen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen ihr ein Tanzbattle machen kann, weil das konnte ich vorher machen, aber ich spreche sie einfach mal an. Oho. Oho. Okay, ich glaube, ich habe die Sprachausgabe hier runtergedreht, also nicht wundern. Hier müsste eigentlich die Sprachausgabe kommen. Sie wird uns zeigen, wie man tanzen kann. Try to give up. Das ist schon sehr gut. Es ist zu schnell. Sie hat den Robot gemacht, oder? Ich zeige euch einen Spezialtrick. Okay. Alright. What the hell? What the hell? Oi. Die Arme. Aber sie hat sich die Zuneigung der Fans gesichert. Und ich glaube, Haruka hat sich jetzt einen Tanzmove dadurch abgeschaut. Und jetzt kann Haruka auch diesen Move, den sie abgeschaut hat. Da, guck mal. Ja, weil Ulala, so heißt das Mädel, ist vorgeschaut, an amazing move. Und ja, das haben wir hier gerade gepostet in unserem Blog, diesen fantastischen Move. Das kann man auch mit anderen Leuten machen. Also mit den anderen Charakteren findet man dann eben durch solche Inspirationen, wenn man bestimmte Situationen beobachtet, Moves heraus, um Leute besser kaputt hauen zu können. Zum Beispiel, dass Kazuma die Köpfe von anderen in Autotüren steckt und dann zuknallt. Da muss man erstmal drauf kommen. Oder hier eben dieser Rückwerk-Tanz-Move. Alles klar, ne? Seht ihr? Sowas ist auch zum Beispiel mit dabei. Ich guck mal jetzt gerade. Ich wechsle mal kurz auf Akiyama. Wir haben leider nicht mehr so sau viel Zeit, aber ich möchte euch zumindest noch Akiyama und den letzten Charakter zeigen. Alles Fun-Leute und dass wir alle Städte einmal kurz gesehen haben. Wie schon erwähnt, in der ganzen Zeit hier, ich habe euch so gut nichts über die Story erzählt, aber das ist auch etwas, was ihr tatsächlich selbst erlegen wollt. Ich habe sehr viel Spaß mit der Story gehabt. Ist er da? Ist er da? Der ist nicht da. Ach, wo ist er denn? Gut, dann muss ich mal einen anderen Spielstand an. Ich dachte, ich kann hier auf ihn wechseln, aber es hängt natürlich immer davon ab, wo ich mich gerade in der Story befinde. Ich habe sehr viel Spaß bei der Story gehabt. Klar, es ist der fünfte Teil, das schreckt einen vielleicht ein bisschen ab, wenn man sagt, ach, muss ich denn die ersten vier gespielt haben? Es ist cool, wenn man die vorher gespielt hat, weil es natürlich Charaktere sind, die man kennt, wo man emotional schon ein bisschen investiert ist. Aber es funktioniert auch so. Es wird erklärt, wer gerade woher kommt, wie was funktioniert. Und wie schon erwähnt, selbst wenn man kein Yakuza-Fan ist, da ist teilweise echt harter Tobak und zwar so in Sachen Gewaltgrad und Dramatik und alles, was drin ist. Also das ist bisher das härteste Yakuza, was ich gespielt habe. Eines der härtesten. Und da sind manche Szenen, wo ich sage, ach du meine Kajüte, das ist auf jeden Fall ab 18 geeignet. Und natürlich, ich weiß ja nicht, ob man, wenn man nicht 18 ist, haben wir da Bock, so wirklich jemanden ins Gesicht zu zimmern, so gut es geht. So. Ich gehe mal kurz, so, ich wechsle mal auf Akiyama. Ja, Akiyama mag ich so sehr. Bei Dead Souls war er mit dabei und Yakuza 4, einer der großen Charaktere. Und ich habe mit dem noch bewusst keine Side-Missions extra gemacht, weil mir so viel Spaß machen, die Geldeintreibemissionen. Der natürlich nicht klassisch Geld eintreibt, indem er Gewalt androht, aber dafür so ein paar andere Methoden dann versucht zu finden. So, ich muss mal mit Akiyama kurz dann wieder nach Sotenbori fahren, nach Osaka, mit dem Taxi. Und ich glaube, dann kann ich bei da
So, das ist jetzt so ein späterer Teil des Spieles, wo man frei durch die Städte fahren kann. Vorher ist man natürlich limitiert. Matteo? Ach, ich kann auch hier hauen. Ach, guck mal da. So eine Saftnase. So, der hat einen leicht anderen Stil. So. So. Zack. Der hat nämlich ziemlich coole Kicks. So. Ah. So. Einmal geblockt, einmal den weg. Lass ich mal kurz gucken, wo ich meinen Kick-Kombo anwenden kann. Zack, zack. Und boff. Auch das Verkehrshütchen mal weggezimmert. Alles klar. Oh. Und ich habe gerade Skills freigeschaltet, dass ich, wenn ich besoffen bin, mehr Energie zurückbekomme und mehr Schaden verursache. Zack. Den haben wir weggezimmert. Oh. So. Und. Puff. Zack. 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 Und. Nochmal einen hinterher, damit der Doktor auch wirklich nichts wiederherstellen kann. Boinga. Alter. Haut's kaputt. Schaltet mal mit den Spielständen von Yakuza 3, 4 und 5 was frei. Das konnte ich jetzt nicht sagen, also weil ich das auf einer anderen PS3 gespielt habe, als die, wo meine Spielstände vorhanden sind von den alten Games. Es kann durchaus sein, dass man das macht. Aber ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht. Wahrscheinlich sind es, wenn dann was freigeschaltet wird, dann Items. Ist auch ein bisschen schwierig, so der... Welche Safe-Games man benutzen kann, das ist jetzt die Euro-Version, die ihr natürlich auch aus dem Euro-Store runterladen könnt. Zum Beispiel die Retail-Version von Yakuza 4 und die Download-Version haben nicht die gleichen Spielstände, was mich das wundert. Ne? Ich konnte mit der Download-Version nicht meinen Spielstand, den ich mit der Retail-Fassung gemacht habe, spielen. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich hätte gerne dann die Disc nicht mehr reintun müssen, dass ich alle Yakuza-Games auf der PS3 habe, wenn ich sie benutzen möchte. Und guck mal hier, das ist die gleiche Stadt, bei der wir unterwegs sind mit Haruka. Mit der wir hier rumgelaufen sind. Oh, guck mal, da auch einige Sidequests. Guck mal, wie viele Sidequests offen sind, die ich machen kann. Wie geil ist das denn? No? Ah, warte mal, kennt ihr die Krabbe hier? Da. Guck mal, das berühmte Krabbenrestaurant hier in Osaka. Die große Einkaufsmeile in Sotenbori. Da könnt ihr auch bei Wikipedia mal gucken. Da sind tatsächlich auch schöne Bilder von den Original-Locations hier. Und wie die angepasst wurden. Kann ich hier kämpfen oder? Ah, ich weiß gar nicht, ob so spät im Spiel da hier noch überhaupt Kämpfe über sind, die ich machen kann. Ah ja, da hinten. Komm mal her, du. Dich sehe ich schon. Dich sehe ich schon. Hier übrigens was, das habt ihr vielleicht gemerkt, viele der Kämpfe nahtlos. Also nicht, dass extra eine separate Ansicht geladen wird, sondern es wird kurz dann eine Wartezeit gemacht. Und dann... So. Der ist ein bisschen dicker. Kriege ich den? Ah, scheiße. Ah, nicht mit dem Schwert. Komm mal her. Okay. Oh, Arschlöcher. So, ich hau euch mal alle hier. Ich zimmer euch weg. Alter, die sind aber heftig drauf. Oh, was passiert hier? Ich habe echt schon zu lange nicht mehr... Oh, ich nehme mir selbst ein Schild. Die haben ja lauter Waffen. So, dir Säcke. Zack, zack. So. Boff. Fresse gehauen. Schwert geschnappt. Und ich hau euch kaputt. So. Ah, scheiße. Das läuft nicht so gut hier. Oh, so. Sag mal. Ja, komm mal her. So, bis das Schwert zerbrochen ist. Zacke die Zack. Ich hätte echt mit ihm mehr trainieren sollen. Mit Akiyama war ich mal ganz gut in den Vierer. Aber hier habe ich mit ihm leider bisher noch so gut wie nicht trainiert. So. Einmal. Ah, ich wollte meinen Move machen, du Arschgesicht. Ich wollte meinen Move. Lass mich doch jetzt mal vorbei. Zack, so einen habe ich noch. Wo ist er? Wo ist er? So. Ah, ich will doch den Move. Ja, läuft doch nicht so. So. Da, in der Luft, in der. Ah, du. Du dumme Sau. Aber auf jeden Fall, die Leute, die gut geübt haben mit Akiyama, können dann richtig wegzimmern.
Das funktioniert sehr gut. Aber ich muss echt, mit dem habe ich wirklich am wenigsten gespielt, damit ich mir alles dann für die Weihnachtspause ausspare. Dann lass uns mal kurz mit Akiyama rausgehen, weil den sollt ihr auch gerne selbst erleben. Denn ich will euch den letzten Charakter nochmal zeigen. Shinada, glaube ich, hieß er. Oder? Ist es Shinada gewesen? Ist immer so, weil das ein komplett neuer Charakter ist, kann ich mir den Namen noch nicht direkt merken. Aber der ist auch eigentlich ganz cool. Der hat andere Kampfstile eben drauf und hat so ein komplettes Baseball-Substory-Minigame, was er machen kann. Ist in Nagoya unterwegs. Also auch wieder eine andere Stadt in Japan. So, dann nehmen wir mal den anderen Safe. Da hinten. Und wie schon erwähnt, wenn ihr zwischendurch hier eingeschaltet habt, Chapter 2, oder? Better check the TV. Okay, laden wir das mal hier. Wollen wir mal spielen? Ja, ihr könnt es herunterladen im PlayStation Network, ist es gerade seit heute erhältlich. Wer PlayStation Plus hat, bekommt, soweit ich weiß, noch einen kleinen Discount. Jetzt zu Beginn von etwas über 30 Euro. Normalerweise kostet es 39, schieß mich tot. Was das Spiel absolut wert wäre. Und es ist immer so schwierig ein bisschen für jemanden, der Fan von so einer Serie ist. Das ist der Shinada, ist es doch, ne? Tatsuo Shinada, genau. Ex-Baseballspieler, der wegen eines Vorfalles nicht mehr professionell Baseball spielt und jetzt als Tagelöhner sich verdient und für erotische Magazine schreibt. Und Hostessen, deshalb besucht. Es ist immer ein bisschen so schwierig dann zu sagen, hey, das ist ein cooles Spiel, schaut euch das so mal an, ohne da komplett ein bisschen so missionarisch zu klingen. Und ich weiß, wahrscheinlich mache ich das gerade im Moment, weil es gibt bestimmt auch Leute, die jetzt keinen Bock auf diese Art von Game haben. Zumindest will ich aber meinen kleinen Appell loslassen, denn ich mag diese Games sehr gerne. Ich mag die Open World, die Gangster-Melodramatik, das Verrückte, was mit dabei ist. Und davon gibt es im Westen leider eben nicht so viele Leute, die genau diese Mischung sozusagen für das verstehen, was sie ist. Weil andere sehen nur den Wahnsinn, andere sehen nur, ah, es ist ein japanisches Game, also habe ich nicht so viel Bock drauf und so weiter, aber nee, es ist ein fucking Badass-Simulator, ne? Wo man einfach richtig mal aus dem Vollen schöpfen kann. So, da war doch jetzt irgendeiner, den will ich mal hier kurz auf die Fresse hauen. Und wenn man merkt einfach, was für geilen Scheiß man hier anstellen kann und nicht nur dann exklusiv das eine oder das andere macht, wo ist er? Da ist einer. Lass mich den mal wegzimmern hier. Und das ist großer Fall. In Japan sind die Games wirklich beliebt und das liegt nicht nur daran, dass sie eben japanische Kultur im überspitzten Sinne abbilden, sondern einfach, weil sie eben diese große Mischung über viele, viele Jahre bieten. Zack, der Move gefällt mir auch gut. Seht ihr, er hat hauptsächlich punchbasierte Moves, weil er natürlich Baseballspieler ist. Ah, warte mal, ich kann das doch, genau, ich kann die doch greifen, ich kann die mich greifen lassen und dann eine Powerbomb machen später. So. Mit dem habe ich aber auch noch nicht so viel gekämpft. Und genau das, wenn man so den Aspekten sich anguckt und Yakuza für solche Spiele nimmt, dann sind die einfach richtig gut. Und mich würde es freuen, wenn zumindest mit dem fünften Teil ein paar mehr Leute die Serie für sich entdecken, weil da ist die Chance. Es müssen ja nicht mehr so ultra viele sein, aber dass zumindest, so wie es in diesem Teil ist, so eine reine Textübersetzung kommt. Es ist ja nicht mal synchronisiert, es ist japanisch synchronisiert. Aber die Texte sind eben aufwendig dann umzusetzen, weil da so viel Text und so viel Inhalt drin ist und so viele Side-Stories, die gemacht werden müssen und manche Sachen sogar kulturell auf Japan gemünzt sind, dass man die nicht so einfach so leicht in zwei, drei Wochen dann übersetzen kann. Dass da einfach gerne mehr kommen sollen würde. Mich freut zumindest, dass Yakuza Zero, der erste Teil, der auch, der zweite Teil, der auch auf PS4 mit der PS3 gewesen ist, der wird nächstes Jahr noch kommen. Ja, tatsächlich in einer PS4-Version in den USA ist es schon bestätigt. Und das ist ein Prequel, was in den 80er Jahren spielt sogar. 80er Jahre in Kamurocho. Ich glaube, es gibt kein Spiel, was mehr für mich gemacht ist. Was man anstellen kann. So, jetzt zimmer ich dich aber. Da. Paff, kaputt gehauen. So, habe ich denn. So, wen habe ich denn noch? Den. So. Und, Gaboy. Einmal in die Kauleiste. Und deshalb ist es mehr ein Appell, zumindest ein bisschen offener zu sein, was solche Sachen angeht. Wenn da irgendein Teil dabei war, der euch gefällt, würde es mich sehr freuen. Wenn ihr mit dabei seid, ich will nicht frei heraus sagen, kauft das Ding, sonst seid ihr Arschlöcher. Es ist auch das gleiche wie bei Shenmue. Mich würde es auch freuen, wenn Leute Shenmue akzeptieren und dann auch sich dem Kickstarter dann
dann beigeben hätten, aber ich habe keinen Bock, so komplett missionarisch rüberzugehen. Du Arschloch, wehe, warum hast du kein Geld gegeben? Das ist ja scheiße. Ihr wählt mit eurem eigenen Geld und ihr müsst euch selber sicher sein, ob es das wert ist oder nicht. Mir ist es absolut wert, die knapp zwischen 30 bis 40 Euro, die man dafür ausgibt. Und selbst wenn es nur digital ist, ich bin kein Fan von Spielen, die man nur digital kaufen kann, aber es ist die einzige Möglichkeit, solche Titel, wo du nicht noch extra viel Geld in dann Retail-Boxen machen muss und dafür dann auf unverkauften Exemplaren dann sitzen bleibst, weil die, vielleicht die Nachfrage überschätzt wurde. Warte mal, den Story-Part machen wir gleich nochmal weiter. Aber wenn die Nachfrage überschätzt wurde, gerne so. Ich kaufe mir jedes Yakuza-Spiel, vor allem auch digital, einfach wenn die Möglichkeit ist, in Japan werden sie sie weiter produzieren, weil die einfach dort eine große Fanbase haben und es gibt die Möglichkeit, dass diese Games auch eine große Fanbase im Rest der Welt bekommen. Das hier ist übrigens der alte Trainer von Shinada, der anscheinend jetzt wieder einen neuen Job bekommt als neuer Trainer. Das Kapitel bei ihm dreht sich wirklich dann hauptsächlich darum herauszufinden, warum es damals passiert ist, das, was passiert ist. Ich will es noch nicht direkt erklären. Ne? Wir wollen nur wissen, er war professionell Baseballspieler, großer Sport in Japan, auch wie in den USA. Aber es hat nicht sollen sein. Nach dem ersten erfolgreichen Spiel, was er hatte, wurde er rausgejagt aus der Liga. In Schimpf und Schande, der Shinada. Das ist vor 15 Jahren passiert. Und Shinada weiß immer noch nicht genau, was der Grund war. Ihm wurden Anschuldigungen entgegengeworfen. Und jetzt hat er kaum Geld. Weil wenn ich hier mal gucke, ich hatte mit Saejima gerade irgendwie 2,5 Millionen Yen auf Tasche. Wie viel Geld habe ich mit ihm auf Tasche? Ja, und jetzt wurde er gerade... Super, und jetzt wurde er gerade in der Story verprügelt, der Shinada, weil es zwei ehemalige Fans oder Fans seines ehemaligen Baseballvereins sind, ja, wo sie gesagt haben, hey, die Weiberns, ne? Und jetzt haben wir schön unsere Aggression an die ausgelassen, einfach weil er sich gegenüber negativ dann dem Baseballteam geäußert hat. Da müssen ein paar Fußballfans mal an die eigene Nase fassen. Ne? Ist euer Verein so wichtig, dass man Gewalt nach außen kehren muss? Habt ihr so wenig in eurem Leben, dass Fußballschlägerei euer einziges Mittel nach außen ist? Denkt auch mal darüber nach, Leute. Ne? Man kann das Loch in eurem Herzen bestimmt auch anders füllen, als dass die Faust auf den Wangenknochen von jemand anderem trifft. So ist es, so ist es. So, was kann ich euch hier in der Stadt nochmal zeigen mit ihm? Ich könnte mal zum Baseball hingehen, aber ich hoffe mal, dass ich genug Geld habe überhaupt. Ah, Milky-chan. Oder ich kann Milky-chan besuchen. Milky-chan ist die etwas gehobeneren Alters, eine Hostess, über die Shinada gerne schreibt in seinem Magazin als Reporter und dann gerne mal auch ab und zu mal ein paar Kostproben mitnimmt. Denken wir es mal so. Er hat Milky-chan auch mal geholfen als ihr Bruder mal in eine nicht so angenehme Situation involviert war. Warte mal, guck mal auch hier, wie viele Sidequests es gibt, die ich noch machen kann. Die Stadt hier, Kinecho, heißt sie, ist in Nagoya. Und ist ein bisschen anders aufgebaut. Sehe ich hier auch, ich kann mit dem hier rumlaufen. Ah, warte mal, wo ist denn mein Menü? Da. 17 Yen habe ich auf Tasche. Das ist nicht mal ein Cent, oder? 17 Yen. Ich habe 2,5 Millionen. Ich kann mir nichts leisten. 17 Yen sind das. Ich laufe mal auch an dem vorbei, weil den will ich jetzt nicht hauen. Obwohl, ich könnte den hauen. Komm, lass mich dich mal hauen. Und dann mal hoffen, dass du ein bisschen Geld dabei hast, dir das aus der Tasche ziehen kann. So, zack, 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 zack. Ah, der ist ein bisschen heftiger. Ah, scheiße. Das ist jetzt ein Charakter, aber ihr seht, er hat eine doppelte Energieleiste, weil der gehört zu einem Sidequest. Der gehört zu einem Sidequest. Und es gibt so um sie eine illegale Kampfliga. So. So, steh mal auf. Ja, der lässt sich nicht greifen, sonst hätte ich einen Special Move mit ihm gemacht. So. Zack, blockt alles ab. Ah, ausweichen. Weghauen. Oh, ich habe so wenig Energie. Wieso sagt mir das denn keiner? Wieso sagt mir denn keiner, dass ich so wenig Energie habe? Oh Gott, habe ich ein bisschen was zum Trinken? Nehmen wir ein bisschen Stamina an. So. Gaboing. Und es hat gereicht. Ja, immerhin. Alter. Wie ist das denn passiert? Wie ist denn das passiert? Und guck mal, der sagt hier, warum,
greift ihr mich an die ganze Zeit? Was? Wieso kann ich dich nicht schlagen? Ja, es ist die Victory Road, so eine Art MMA-Turnier, was auf der Straße ausgetragen wird. Und guck mal hier, einer der Victory Road Leute, die das organisieren, sagt, ich will, ja, du wirst ab und zu mal angegriffen werden von Leuten, weil du stark ausschaust. Und im besten Fall wirst du vielleicht der König aller Straßenschläger werden. So ein kleiner Kimbo Slice aus Japan. Das könnte sein, das könnte funktionieren. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Muss man natürlich nicht mitmachen, auch wieder was komplett Optionales. Also habe ich ein bisschen Geld verdient? Natürlich, ich habe immer noch 17 Yen. Ach, ich kann mir nicht mal kurz ein bisschen was beim Baseball leisten. Oh, aber was ich meine, seht ihr, dass da hinten was blinkt? Ja, aber mal über die Straße, ich hoffe, dass mir nichts passiert. Ein Lotterieticket habe ich gewonnen. Hier ist das große Stadion. Natürlich, da es eine Sportstadt ist, kann ich mal hier auch natürlich alles weihnachtlich aufgebaut. Ach, guck mal hier, der Tower in der Mitte und das Stadion ist auf der Seite, ne? Stage Club mit Stadion. Jede Stadt hat so ihr eigenes kleines Wahrzeichen, was nochmal ein bisschen die Städte von den anderen unterscheidet. Hier, guck mal, hier so ein bisschen, das hat mich so an den Rockefeller Plaza erinnert, in den Staaten. Wo man ein bisschen runtergehen kann, zum Weihnachtsbaum. Lass mich mal vorbei. Und guck mal hier. Das ist der Mid-Square. Und hör mal zu, warte mal, ich gehe mal in die Nähe. So, kann ich aus der Ego. Guck mal, Regie könnte den Ingame-Turm mal hochdrehen, ich sage auch mal kurz nichts für 10 Sekunden, aber es ist mal Jingle Bells. Schön, ne? Einfach mal Weihnachtsstimmung. Das ist ja so eine schöne Stimmung gerade. Da möchte man Leuten richtig ins Gesicht schlagen, wenn man das hört. So schön ist das. Ich habe echt gar kein Geld auf Tasche. Kann mit Shinale nichts machen. Aber auch ein Charakter, da muss man sich auch erstmal, dann denkt man, aha, möchte ich mit denen gern spielen? Sieht das gut aus? Aber den schließt man auch so ein bisschen ins Herz. Das ist das, was ich vielleicht auch kurz erwähne. Ihr seht, einige Bereiche hier, die sind eben abgesperrt innerhalb der Stadt, dass ich nicht einfach so kreuz und quer über die Straße gehen kann. Es ist eben nur ein Teil einer Stadt. Das hätte von meiner Warte aus auch gerne ein bisschen ausführlicher sein können, dass man ein paar Parts ein bisschen mehr kann, aber das ist wohl der Preis, den man bezahlt, wenn man 5 ausgewachsene Städte in Anführungsstrichen dabei hat. Oval Stage, ja, das ist die Konzert-, die Veranstaltungshalle und auch die Sporthalle. Das verwenden wir direkt neben dem Tower. So. Ach. Keiner achtet auf mich. Ich bin ein Politiker und trage Handschuhe. Guck mal auch, eine Bonus- oder hier mit dem Fragezeichen ausgeschildert, dass ich da eine Bonusmission machen kann. Aber die mache ich jetzt nicht. Ich will einmal gucken, ob ich Geld gewinnen kann, denn ich habe diese Lottery-Tickets bekommen. Und wenn ich diese auf der Straße finde, ich kann tatsächlich mal drehen hier und gucken, ob ich tatsächlich etwas gewinne mit der Lotterie. Spin at the wheel. Okay. Spin. Habe ich was gewonnen? Eine rote Kugel, was bedeutet das? Glückwunsch! Erster Preis! Ein bisschen Super Resilient Resin, das man, glaube ich, braucht, um Waffen zu bauen. Da freut sie sich mit der Glocke. Ich wollte aber Geld gewinnen eigentlich. Und nicht Resin. Machen wir nochmal. Könnte es sein? Oh, nichts. Taschentücher. Kann man sich seine Belohnung selbst dann besorgen. Ein Ticket noch. Ich will wenigstens ein paar Euro kriegen. Ich wollte euch einmal Baseball zeigen. Obwohl, wie viel Zeit haben wir noch? So viel ist nicht mehr. So viel ist nicht mehr, Regina, mit der Werbung dann inkludiert. 3-4 Minuten noch? Ungefähr, ne? Wieder Taschentücher. Aber ja, das ist Shinada, das ist die andere Stadt. Und natürlich, je nachdem, jeder hat ein eigenes Kapitel. Mit Ausnahme von Haruka und Akiyama, die sich dann jeweils 2 Teile eines Kapitels teilen müssen. Oder dann kommt Akiyama dazu. Wie viel kann ich noch machen? Regie, wie viel noch? Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Aber ich würde vielleicht noch mal dann... Ich lade noch mal einen letzten Spielstand. Ich gehe mal kurz bowlen. Warum nicht? Bowling macht Spaß. Bowling gefällt mir sehr, sehr gut. Ich war teilweise sogar bei Yakuza 3, weil das dann nicht mehr viele Leute gespielt haben, recht hoch in der Weltrangliste beim Bowling.
Das hat gut funktioniert. Aber ja, das war jetzt mal in den letzten 2 Stunden nur so ein kleiner Querschnitt darüber. Bei weitem nicht alle Features gezeigt, auf die Story so gut wie nicht eingegangen. Und ihr habt es gesehen, meine Spielstände reichen bis Stunde 55, gerade im Moment. Und so viel habe ich bis dahin nicht geschafft. Das ist der hier, fast 56 Stunden. Bis dahin gehen sie hin. Und ich kann euch mal meine Prozentanzeige da zeigen. Ich glaube, die ist bei 20 oder so. Ja, das finde ich auch, wer der Chat-Duell verschieben. Ja, wir wollen Bowling sehen. Bowling ist wichtig, Bowling ist richtig. Außerdem, es folgt danach nicht nur das Chat-Duell um 20.15 Uhr, sondern das wertvollste aller Formate, nämlich Spiele mit Bart, wird nochmal gezeigt. Die aktuelle Folge vom Sonntag, sollt ihr öfters mal auch am Samstag gucken, finde ich. Ja, sonst verpasst ihr es. Ein bisschen das Miteinander gucken im Chat auch. Wenn er einfach so volle Pulle runter geht, der Chat. So, dann gehen wir mal kurz Bowling spielen. Das Bowling ist, ich weiß sogar, wo das Bowling ist, ja. Ich gehe hier gerade an der New Serena Bar die Tenkaichi Street runter. Dann gehe ich zum Theater Boulevard. Da muss ich hier nämlich an dem Eiergeschäft dann hier vorbei. Hier ist nämlich das Kino, das Komorocho Kino. Und die zeigen gerade einen Film namens, na, wie heißt der? Dust Illusion mit einem alten Mann in der Mitte. Theater Avenue ist hier, genau. Und dann gehe ich jetzt zu dem Theater Square. Das ist der große Marktplatz mit der Telefonzelle. An dem Club Sega vorbei. Da ist die Telefonzelle. Und hier muss ich einmal kurz... Seht ihr, da wird schon angezeigt. Da ist die große Veranstaltung, das ist das Bowling. Mach Bowling. Und normalerweise, ich weiß nicht, ob sie es weitergegeben haben, aber der Eingang zum Mach Bowling ist hier. Normalerweise hier hinten, oder? Da ist es. Ich kenne mich aus in Kamurocho. So ist es, so ist es. Und, du hast den roten Pin umgehauen, okay. Ah, das ist von dem letzten, was ich gemacht habe, okay. Play Alone. Play Against Staff. Okay, das werden wir eh zwar nicht alles mehr schaffen, aber mal gucken, wen sie mir als Gegner dazu packen. Ich hätte auch natürlich mit wie ist sie nochmal, Yuri, die Hostess, oder? Mit der ich mich angefreundet habe, zwinker, zwinker. Das Date. Hätte ich mit ihr hier zum Bowlen hingehen können. Das wäre ja auch was. Gegen dich? Ach, okay, na gut, dann spielen wir gegen dich. Ich wollte eigentlich eine hübsche Frau, gegen die ich spielen kann. Aber ja, könnt ihr nachher jetzt gleich mal Spiele mit Bart schauen, Folge 12. Nicht das Chat-Duell vergessen, Terazil um 21 Uhr. Ich glaube, das wird auch nochmal ziemlich cool. Also einfach, weil es ein Komplettformat ist, was wir in der Form bisher noch nicht hatten. Und zumindest sehr interessant. Riku hieß sie, was mit dabei ist. Und ansonsten, ich denke, ich habe mein Plädoyer für Yakuza gehalten. So, konzentrieren. Ich mache mal hier ein bisschen Kraft, okay. Und ich gebe dem Ball mal ein bisschen Rechtsdrall. So. Ach, Striker! This is how we... Guck mal, wie der schwitzt schon. Schwitzi McSchwitzmeister. Ja, du, ey, nicht mal ange... Guck mal, wie DCL, das wird nix. Das wird hier überhaupt nichts. Was ein Spare. Da lache ich ja jetzt drüber. Schwitzi-Meister. Ja, guck mal, den kannst du ja... Kriegt er den noch rumgezimmert? Ich meine natürlich auch das... Auch ein komplett optionales Game. Ist, glaube ich, auch überhaupt nicht vorgesehen, dass man das macht innerhalb der Story. Der ist daneben, oder? Der ist daneben. Haha, du Spacko. Ja, buddy, Saftnase. Ich schau dich kaputt. Vorbei? Regie? Ist es vorbei? Dann bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen und vielen Dank, dass wir dieses Game tatsächlich 3 Jahre, nachdem es rausgekommen ist, ich sag mal, es war auch nochmal ein Strike, was jetzt gelandet ist. Wir brauchen nicht mehr umschalten aufs In-Game. Bedanke mich bei Sega und Sony, dass sie dann doch nochmal den Fanrufen gehört verschafft haben und dieses Spiel rausgekommen ist. Wenn ihr es haben wollt, im PlayStation Network. Mich würde es freuen, wenn mehr Leute diese Art von Game dann wirklich für sich entdecken. Ich habe es für mich entdeckt und ich habe seitdem sehr viel Spaß. Und ja, hoffen wir aufs Beste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, buddy, bis dann.